Herzlich willkommen, liebe RheinKick-TV-Zuschauer. Heute sitzt zu meiner Rechten Eduardo Engehausen. Er ist Trainer von SuS Nippes 12 und gemeinsam werden wir uns mit dem 15. Spieltag der Kreisliga B1 befassen. Eduardo, wie sieht's aus? Fühlst du dich bereit? Na klar, guten Abend. Dann lass mal gleich loslegen. Als erste Partie habe ich aufgeschrieben SSV Leverkusen-Alkenrad gegen Köln-Trabzonspor. Köln-Trabzonspor kassiert sehr viele Gegentreffer. Können wir uns auf ein torreiches Spiel einstellen dadurch? Ja, also interessant, da treffen zwei hervorragende Stürmer voneinander zu. Der Alkenrad hat einen hervorragenden Stürmer, sehr kompakt. Trabzonspor hat die 88er-Nummer, auch ein guter. Ich tippe mal da auf ein 3-3. Sehr viele Tore. Als nächstes haben wir SG Köln-Woring 2 gegen VfR Sinnersdorf 1928. Sinnersdorf steckt unten im Tabellenkeller fest. Köln-Woring will sich da raushalten. Was können wir da als Tipp abgeben? Gut, das wird eine einfache Angelegenheit. Da tippe ich mal von 2-0 für Woringen. Sinnersdorf schafft die Kurve, diese Hinrunde nicht mehr. Die werden sich wieder sammeln und ich hoffe, dass sie besser rauskommt in die Rückrunde. Das klingt nach einem klaren Spiel. Das nächste Spiel könnte auch sehr klar ausgehen. DJK Grün-Weiß Nippes ist zu Gast bei SC 1930 Hittorf. Nippes ist oben mit dabei, Hittorf unten drinne. Das klingt mir ganz klar nach Favoritenstatus für Nippes. Ja, sehe ich ein bisschen anders. Da tippe ich mal auf ein 1-1. Sie werden unentschieden spielen. Hittorf ist schlechter, gerade vom Tabellenplatz, als tatsächlich die Mannschaft ist. Und daher wird sich Nippes schwer tun dort. Unentschieden, 1-1. Ich bin sehr gespannt. Als nächstes haben wir das Spitzenspiel des 15. Spieltages. TuS 1899 Köln-Stammheim gegen SC Hohlweide 1968. Beide spielen um die oberen Plätze mit. Kann man mit so einem Spiel überhaupt eine Prognose abgeben? Schwierig, weil beides sehr gute spielende Mannschaft sind. Stammheim, sowohl natürlich auch Hohlweide. Da Stammheim gerade einen Run hat, im positiven Sinn, tippe ich für einen knappen Sieg und 1-0 für Stammheim. Kommen wir von einem eher schwierigen Spiel zu einem leichten Spiel. Zu Hause muss die TFG Nippes 78 gegen TuS Ehrenfeld ran. Ehrenfeld kassiert sehr viele gelbe und rote Karten. Wird das ein Spiel, was sehr robust sein wird? Nein. Die 78er ist eine junge Truppe, die sich neu aufgestellt hat, sehr liebvoll und nett gegen eine abgezockte, gute Truppe, die offensiv stark ist. Und daher 0-4 für Ehrenfeld. Das klingt nach einem ganz kleinen Ergebnis. Als nächstes haben wir ein Spiel, was sich auf Augenhöhe befinden sollte. Der FC Pesch, die zweite, spielt auswärts beim SSV Roggendorf-Tenhof. Beide haben eine sehr gute Offensivabteilung. Wird das hier ein reines Torfestival? Das glaube ich nicht. Ich glaube, sie werden sich gegenseitig eliminieren. Aber entscheidend ist tatsächlich, ob Pesch Unterstützung von den ersten Kader bekommt. Soll es der Fall sein, knapper Sieg, 3-2 für Pesch. Als nächstes haben wir ein Spiel mit zwei Gegensätzen. Viktoria Köln 2 ist sehr heimstark, TuS Höhenhaus 1919 sehr auswärtsschwach. Das sieht nach einem lockeren Ding für Köln aus, oder wie meinst du das? Ja, das wird doch so sein. Also dafür bringt Viktoria definitiv zu viel Qualität in gesamte Kaderbreite. Dazu noch Kunsthausen, Höhenhausen spielt immer auf Asche. Keine Chance. 4-0 für Viktoria natürlich. Schon wieder ein sehr hohes Ergebnis, ich bin sehr gespannt. Als letztes Spiel haben wir dein Verein, SuS Nippes 12. Ihr müsst zu Hause gegen den ersten FSV Köln 99 ran. FSV Köln ist sehr auswärtsstark. Wird das trotzdem ein Sieg für euch? Wir spielen sehr kompakt, stehen gut, haben verhältnismäßig wenig Gegentreffer kassiert. Das heißt, wir werden aus einer kontrollierten Defensive heraus einen knappen 2-1, ich bin mal so ehrlich, 2-0 Erfolg. Wer wird die Tore schießen für euch? Da denke ich, dass der Buko mal wieder treffen wird. Und Patrick ist gerade gut drauf. Daher auch Patrick und Buko machen die Bude. Ja, ich bin sehr gespannt. Das klingt nach einem sehr ereignisreichen Spieltag. Das war es auch schon mit den Spieltagstipps. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.